Ich habe mir mal einen Stock besorgt. Der wird mir zwar nicht helfen, aber für die Tür. Boah, ist das hier dicht. Komm, wir gehen weiter, weiter rechts. Na, mach jetzt erstmal nicht, mach mal jetzt keinen Scheiß, Gerrit. Ja. Nicht zum Anfang, jetzt lass uns chillen. Ja, wir beruhigen uns alle. Ja, auch aus. Ja, wenn man jetzt richtig dumm wird, wäre so wie ich wahrscheinlich, würde ich mich da einfach hinsetzen. Guck mal, genau deswegen ist Hanna mein Teampartner. Was soll ich machen, Hanna? Oh, damit bin ich überfordert. Das ist ja eklig, das mache ich nicht sowas. Alter, mit Würgen jetzt schon? Mhm. Hör mal auf. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Man kann sich's nicht vorstellen, ja. Es ist krank, es ist krank. Jetzt muss man erstmal realisieren. Guck, wie leise das ist. Ja. Absolute Stille. Crazy. Ja, ist wirklich. Krass. Ist das krass? Also so unfassbar geil. Da vorne sieht es ein bisschen grüner aus, da werden wir gleich einfach mal unsere ganzen Sachen abstellen. Denn da fühlt man sich wohl, da kann man zur Not heute auch einfach mal sich so hinlegen und schlafen. Ey, Bruder. Team Edeltalk. Und unser Motto ist go hard or go home. Okay, lass mal machen. Oh, das ist cringe, ja. Team Edeltalk. Go hard or go home. Ist auf jeden Fall süß, das haben wir schon getestet. Wollen wir mal da gucken? Ich glaube, das sieht richtig gut aus da hinten. Ja. Ist alles gut? So schwer, Alter. Okay. Weil wir zu zweit sind. Es fühlt sich einfach richtig an. Keine Ahnung. Der Mensch ist ein Rudeltier. Der ist immer in Gruppen unterwegs. Der Mensch ist ein Rudler. 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 Boah. Schau dir das an. Alter. Heftig, Junge. Was ein Riesenbaum, Alter. Übrigens, wir haben eine gemeinsame Regel. Stop. Heißt S für? Stopp. T für? Temperature. Think. Think. O für? Touch opportunity. Observe. And B für? Pause. Plan. Ja, Pause. Hätte ich jetzt gesagt. Das ist unsere Regel. Stoppregel einfach. Entspannt über alles nachdenken. Das gehört sich nicht. Aber es ist schon für mich eine gestern Abend. Genau. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, aber gutes Gefühl heißt gar nichts, weil das Problem ist, wenn wir uns nicht gut verstehen, dann wird dieses Trip ein absolutes Albtraum. Und in der Zeit muss ich tatsächlich schon feststellen, dass ich schon direkt mal durstig und vor allem hungrig bin. Und ich weiß, ohne dass ich wirklich Erfahrung mit Survival und sowas habe, dass Hunger eigentlich mein Launekiller ist. Also kriege ich oft schlechte Laune und sowas. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe tatsächlich noch nicht so lange ohne Essen gelebt. Also, wir haben jetzt hier ein paar Mal reingeguckt. Es ist jedes Mal komplette Vollkatastrophe, hier reinzukommen.